So, werte Geist und Geiserin, herzlich willkommen im nächsten Part von Let's Play Final Fantasy Realm Reborn Online. Was hast denn du? Ein Fahrradhelm auf? Was ist denn los mit dem? Puke Grumpf. Ja gut, bei dem Namen hätte ich auch ein Fahrradhelm auf, mit Klebeband vermutlich. Wir sollen zum Geisterkerker. Da spukt es, ne? Die Xal sollen irgendwas damit zu tun haben, wollen hier unsere wichtigen Rituale unterbrechen. Und so, Freunde, geht's natürlich nicht. Darunter Spuk im... Keller gesagt? Geisterkeller nicht, Geisterkerker meine ich natürlich. Und aus dem Keller, da würden wir ja reingehen, würden uns da unseren PC hinstellen und nie wieder rauskommen. Das wäre natürlich, das wäre die Falle für den Helden hier, ne? Ganz klar. Aber so ein Kerker, da wollen wir nicht unbedingt rein, so eine Riesenmücken, ey, die wären mein Untergang. Ich brauche nur so eine Millisekunde, wo so eine Mücke macht. Der hat, der da Holz gefällt oder kämpft der? Ne, der kämpft, oder? Oder hat der Holz gefällt? Ich will auch Holz fällen, wenn das geht. Da braucht so eine Mücke nur eine Millisekunde auf meinem Arm sitzen, ne? Und ihren scheiß Stachel so ganz langsam quasi zustechen, sozusagen. Und reicht eine Millisekunde und das schwillt über Nacht an. Ich hatte von Mückenstichen mal Brandblasen. Aus Mückenstichen wurden bei mir mal Brandblasen. Ne? What the fuck? Danke, Körper. Danke für so eine Scheiße. Aber gut, immerhin habe ich keine Pollenallergie. Haha. Ha. Ha. Ja. So, Kerker. Ja, das sieht doch gut. Ein Kerker aus Holz. Okay, wir schauen mal, was uns erwartet. Der Geisterkerker erinnert mich ein bisschen an Skyrim hier, die Aufmachung. Kann das sein? Am I the only one who sees Skyrim? Du... Passt hier auf. Ja gut, die gegebenen Fix sind irgendwie nicht so stark. Also, ganz so viel Panik scheint hier nicht zu sein. Gucken wir mal. Geisterkerker. Achso, die traut euch bestimmt nicht rein, wa? Ihr habt das versiegelt. Wer bist du? Ein Abenteurer, nicht wahr? Galfried schickt dich, sagst du. Nofika. Nofika, ja. Nofika, sei Dank. Du hast sicherlich schon davon gehört, aber mitten im Ritual. Ja, das habe ich schon gehört mit dem Schatten. Wir haben mit ihm gesprochen und können jetzt hier sicherlich irgendwo... Ah, das ist gar nicht der Kerker, das ist nur so ein Wachturm und hier geht's in den Kerker. Gut, hab mich schon gewundert. Prepare, guys, the Dragonborn comes. Ah, geht auf, ja. So öffnet er sich denn. Ein Imp! Ui, Imps, na die kennen wir doch. Kleine, fiese Wichtel. Ja, Imps sind, glaube ich, Imp, ja, ist einfach Wichtel, ne? Also Imp ist jetzt nicht unbedingt spielgebunden. Ein Imp, das sind so kleine, freche, niedere Dämonen. Die kann man auch, ne, mit denen kann man auch spielen. Die kann man auch mal zähmen und so weiter. Ui! Ui, hier sieht's böse aus. Ja, wir sollen die Soldatin erstmal retten. Also das ist schon mal natürlich paranormal, wenn hier irgendwelche Flatterviecher rumschweben. Ein riesiger Schatten, der sich über mich lehnt. Was um alles in der Welt. Ja, ich muss die Druiden retten. Ja, komm, steh erstmal auf, Jung. Niedergeschlagener Soldat. Toll, das war warten, bis er sich auch verpisst, anstatt gleich zum nächsten zu gehen, wenn wir sehen, dem geht's gut. Nein, warten, bis der junge Herr auch out of range ist. Nicht, dass der noch hinfällt und stolpert, sich den Fingernagel abbricht oder so. Tolle Soldaten seid ihr. Kein Wunder, dass die Gegner hier das Land übernehmen. Bei so einer Armee, ey, unglaublich. So, haben wir den erst weg? Nein, wir machen erst hier, komm. Gestürzte Soldatin, komm, erstmal die Lady hier. Galfried, schick dich. Ja, ich kann nichts mehr ausrichten. Komm, steh auf. Lass mich fighten. Hallo. Ja, toll, jetzt fehlt mir die Range, oder was? Ja, und dann greift er echt an. Gut, das finde ich ein bisschen, das finde ich ein bisschen scheiße gelöst, Freunde, muss ich sagen. Dass das so lange dauert und dann wir direkt in Fight sind. Ich meine, das ist so oder so jetzt ein Fernkämpfer. Und wir werden sicherlich überleben, aber... an und für sich, ne, wenn das jetzt ein Nahkämpfer gewesen wäre, hätte er uns jetzt direkt eine verpassen können und wir hätten nicht cool so von der Range aus den direkt ein bisschen kiten können. Finde ich ein bisschen schade, dass wir uns hier jetzt nicht bewegen können, bis der aufsteht, ich bin kauernder Soldat, so, und ich verpiss mich jetzt hier und bin unsichtbar und weg ist er. Was soll das hier eigentlich sein? Ne, wir bauen mal einen Kerker, stellen wir hier einfach links und rechts so ein paar Holzreben hin, dann kommt hier schon keiner raus, ey, ja. Hätte ich mich auch als Schatten materialisiert und hätte hier wild um mich geschlagen. Mistfliegenschwarm, ja, wunderbar, ne. Wie sehr möchte man nicht von Dämonen hier bewusstlos geschlagen werden und dann fliegen lauter Mistfliegen um einen rum? Richtig geil, besser könnte man die Situation nicht beschreiben, sicherlich... Der Programmierer, der das gemacht hat, hieß sicherlich Bernd das Brot. Auch das soll es geben. Verzweifelte Druidin. Ja, lass... Verzweifelte Druidin, ne? Einfach mal die Hälfte der Buchstaben verschlucken. Warum denn nicht? Ja, ich helfe euch. Komm, steh auf und geh ganz in Ruhe weg. Ist ja kein Ding. Hier ist ja nichts passiert. Lass dir Zeit. Und noch so ein Imp. Ich bin mir fast sicher, dass das wieder so eine Art... weil das ist ja auch Hauptstoryline. Da erinnert euch an die letzte... Gut, hat sich erledigt, meine These von wegen... hier sind keine Leute. Das ist bestimmt wieder so ein Solo-Dungeon. Nein, das ist... Wie es aussieht, nicht der Fall. Wartet die jetzt, bis wir den Tod haben? Oder was ist jetzt ihr Plan da? Jetzt steht sie da, hat vergessen, wie man weiterläuft. Passiert. So, Bimanda, Druide, komm. Hoch mit dir. Ich dachte, das wäre wieder so ein Solo-Dungeon, aber jetzt kommen die anderen ja nach. Wir waren einfach schneller als alle anderen. Und den Seher retten. Ja, hallo, verletzter Seher. Hier sieht es schon weniger schön aus. Der Kampf, was? Den Kampf von Spuk im Geisterkerker beginnen. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 13 zugelassen. Achso, ja, das passt. Ne? Wir sind ja... Fast Stufe 13, das ist doch wunderbar. Ja, aber jetzt kommen wir sicherlich in einen Solo-Dungeon. Ich sag mal, Zeit wird's, ne? Es hat mir ja sehr gut gefallen, diese... Ja, es ist ja nicht Animation, dieses...
Ja, dieses Spielelement, könnte man fast sagen. Der Seher, schauen wir mal. Schönbunten Stab hatte. Oh! Oh, der hat eine Maske. Crow. Zürnende Stimmen der Schöpfung. Nee, zürnende Stimme der Schöpfung. Erfülle diese Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zum Leben. Okay, das ist anscheinend ja kein Nekromant, aber irgendjemand, der dunkle Energie zu binden weiß. Und das wird vermutlich unser Gegner, den wir schon ja gespoilert bekommen haben in dem Questlog-Bild. Oh, der sieht böse aus. Oh, der sieht böse aus. Georock ist ein Scheißdreck, Freunde. Oh. Oh, und ich darf den jetzt alleine bekämpfen, oder was? Oh, das weiß ich aber nicht, ob das was wird, Freunde. Jetzt first try. Gucken wir mal. Besiege den Lehmgolem. Doch, wir müssen es alleine machen. Okay, schauen wir mal. Hier stehen so eine Säulen. Müssen wir mal gucken, ob wir den hier so easy kiten können, wie ich das gerne hätte. Ich glaube er fast nicht, denn dadurch ist ja auch unsere Sicht ein bisschen, ja, gebunden sozusagen. Fessel hat funktioniert, wie es aussieht. Wir versuchen mal, unsere Dots einfach auf ihm drauf zu halten. Haben wir jetzt tatsächlich noch nicht so viel Schaden bekommen. Müssen halt nur gucken, dass er uns nicht zu krass aus der Reichweite rennt hier. Das kann hier natürlich sehr, sehr schnell passieren. Bäm, aber gut, es geht, es geht. Es ist auch, guck mal, es ist ja kein... Es ist ja... Wow, 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 wow. Es ist ja kein Steingolem. Es ist ja zum Glück, Freunde, ist es ja nur ein Lehmgolem. Ne? Haben wir hart Glück gehabt. So. Ja, für alle, die nicht so cool kiten werden wie wir, die müssen sicherlich warten auf den Angriff, den er eben gemacht hat und dann von hinten zuschlagen in der Zwischenzeit. Bäm. Bäm, wollen wir ihm nochmal eine Fessel drücken? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so viel gebracht hat. Jetzt bleibt er wieder stehen. Warum laufe ich nicht? Lauf doch, Jung, was ist los? Hatte ich gar keinen Bock mehr. Ich dachte mal, ich tanze mal so ein bisschen hin und her. Fessel hat funktioniert. Ach, guck an, er bleibt tatsächlich stehen. Coole Sache. Jetzt ist schon weg. Okay, aber... Ne? Oh, kleines Schwerfeuer. Hat gereicht. Erinnert mich übrigens sehr, sowohl von der Aufmachung mit den Säulen, als auch von den Fähigkeiten, an Dragon Age 2. Und zwar in den tiefen Wegen, als man das erste Mal in den tiefen Wegen ist. Ich sag's denen, die es kennen. Trifft man auch mit seiner Truppe auf so einen Golem, der ähnliche Fähigkeiten hat, der auch ähnlich aussieht. Soll jetzt kein Hate sein und so weiter, aber erinnert mich halt nur dran. Sollte jetzt nicht negatives lololol als nachgemacht werden. War nur so ein Vergleich. Bam! Und weggehauen! Yeah, wir haben es geschafft! Nice! Ja, ihr Gimp hier, ihr Gimp, böse Hexer, Magier. Komm raus, dann schieße ich dir deine Crow-Maske vom Kopf, du Opfer. Ist bestimmt eh Haftbefehl. Wir gucken mal. Dass der Golem besiegt werden konnte. Dieser Mann ist kein gewöhnlicher Abenteurer. Hi. Weg ist er. Okay, paranormale Sachen, die immer passieren in diesen Cutscenes, in diesen Spielinhalt, Solo-Szenario-Sachen. Ich weiß nicht genau, wie wir es nennen sollen. Solo-Szenario gefällt mir dann noch am besten. Und Magier sind böse. Magier sind böse. Wissen wir jetzt. Magier sind böse. Und ach, gucke an, da sind sie wieder. Schön, verflucht, er ist entkommen. So sieht man sich wieder. Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Ich habe eben einen Golem besiegt. Ich bin Bauchredner, ne? Ah, oh mein Gott, das ist so hell. Ne, das Licht, was diese Frau in unser Leben bringt, es blendet uns. Toll, mal sehen, was jetzt passiert. Ich tippe mal auf eine Vision. Wir schweben jetzt bestimmt gleich wieder im Äther rum. Wir gucken mal. Hatten wir das letzte Mal auch? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So eine Art Vision? Mal schauen. Nee, sowas auf keinen Fall. Sowas auf keinen Fall. Okay, aber wieder unsere Freunde mit Monokel diesmal. Okay, wir wissen, die konnten irgendwas sehen. Na, was machst du? Ah ja, die Iksal. Sei doch still, noch mehr dieser schrägen Vögel. Wie oft hatten wir das jetzt heute? 7 Mal. Okay, das klingt nach ungewöhnlicher Aktivität. Ihr Vordringen ergibt keinen Sinn für mich. Okay, meinst du, könnte es sein, dass sie einen Primai, keine Ahnung, beschwören wollen? Etwas Böses vermutlich. Ich hoffe für uns alle, dass du damit daneben liegst. Dennoch müssen wir auf das Schlimmste gefasst sein. Okay. Ja, die planen was. Die haben was vor. Ah, haben die uns jetzt das sozusagen gesendet? Irgendwie? Traumaturg, wer weiß, was der drauf hat, dass er uns das so seine Erlebnisse jetzt überträgt. Alles verwelkt. Das gleiche Schicksal hat Camp Smaragdmoos ereilt. Ja, was nennt man das auch? Camp Smaragdmoos. Das würde ich auch als erstes niederbrennen. Es ist, wie wir befürchtet haben, was immer Dalamuts was Einschlag verursacht hat. Es beeinflusst das Leben im Wald der Einkehr. Ja, rote Sterne, die explodieren, sind immer schlecht. Du meinst die Störung im Äther? Das ist sehr wahrscheinlich. Das Kaiserreich hat sich für eine Menge zu verantworten. Wenn das Gleichgewicht gestört ist, versinkt das Land allmählich im Chaos. Genau davor hat Louisois, keine Ahnung, gewarnt. Es ist dieses Chaos, dem die Primäe entspringen. Wesen, die ansonsten keine Daseinsberechtigung hätten. Ah ja, Inkarnation des Chaos. Super. Die Zeit läuft uns davon, aber es gibt noch immer Hoffnung für dieses Land. Wir müssen uns an diese Hoffnung klammern und bis zuletzt kämpfen. Lass mich raten, wir sind die Hoffnung. Yeah, thumbs up, I like it, wird gemacht. Folgt mir auf Twitter, hat sie dann noch gerade gesagt. Stand nur nicht mehr unten drauf. Wow, lebhafte Faustkämpferin. Oh, was ist denn nun los?
Hingefallen? Verfluchte sperrige Apparate. Tatsache, okay. Diese sperrige Apparate sind das Neueste, was Schalayans Werkstätte hergibt. Sei ein wenig respektvoller. Aber sie sind so hässlich und außerdem verdammt schwer. Wenn du mich fragst, sind sie deutlich besser als deine Maske. Lol, gedisst. Ja, schön, ne? Ziemlich ungleiches Paar. Gibt's auch so eine WoW-Story mit einer weiblichen Taurin und einem Gnomen, kommt dem Ganzen irgendwie recht nah. Schwer zu glauben, dass bereits 5 Jahre vergangen sind. Schon, 5 Jahre sind lediglich ein Wimpernschlag in der Lebensspanne eines Planeten. Ja, in deiner aber vielleicht nicht. Besserwisser, ne? Vermutlich hast du recht, der Wald der Einkehr hat sich nur spärlich erholt und die Gridanier stehen immer noch den gleichen Gefahren gegenüber. Und einige neuen, als ob wir mit den Ixer und Garuda nicht schon genug zu tun hätten, müssen wir uns auch noch mit den Sylphen und Ramu herumschlagen. Toll, mehr Probleme. Diese tapferen Abenteurer, die vor 5 Jahren an unserer Seite kämpften, in letzter Zeit frage ich mich häufiger, was wohl aus ihnen geworden ist. Es wird Herbst, die Blätter fallen. Wird Zeit, den Heuschrecken ihr Futter zu bringen. Wow, ja, geil. Ida, sieh nur. Oh, was jetzt? Du meine Güte, und was ist das? Eine weitere Störung im Äther, die sich gerade manifestiert hat. In dieser Richtung liegt der Mogri-Stubben, wir müssen uns beeilen. Oh. Ah, und da sind sie dann zu uns gekommen. Okay, das war quasi der Schatten sicherlich. Okay, ergibt Sinn. Finde ich cool, dass sie das jetzt so gemacht haben quasi, dass wir sehen, was die in der Zeit so gemacht haben, was sie getrieben haben und wie sie hergekommen sind. Jetzt sind sie weg schon, oder was? Ah ne, geht es dir gut? Deine Augen sahen gerade ganz schön glasig aus. Ja, der Stoff ballert, meine Liebe. Der Seher ist unverletzt, ein wenig benommen, aber körperlich und geistig unversehrt. Jedoch sind unsere Sorgen damit nicht vorbei. Toll. Du darfst nicht vergessen, dass die Gebieter über den Wald der Einkehr wachen. Sie haben es den jetzigen Bewohnern erlaubt, hier zu leben und sich an den Schätzen des Waldes zu erfreuen. Das schließt den Grund und Boden des Kerkers ein. Da sie keine Verwendung mehr für den Kerker hatten, kamen die Gridanier hierher, um ihn den Gebietern in ritueller Form zurückzugeben, als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Leider ist das Ritual fehlgeschlagen, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Ja, habe ich mir fast gedacht. Wenn man den Gebietern nicht den gebührenden Respekt zollt, und zwar in angemessenen Ritualen, werden sie womöglich zornig und schlecht auf die Gridanier zu sprechen sein. Das kann verhängnisvoll sein in diesen unsicheren Zeiten. Ja, noch mehr Unsicherheit und Chaos kommt hier natürlich gar nicht cool. In der Zwischenzeit solltest du dir einen Weg nach draußen bahnen und alles daran Bericht erstatten. Ja, super. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Ich heiße Papa Limo und diese taktlose Frau neben mir ist Ida, ne? Was, Ida? Was, Ida? Ida, ja, habe ich mir fast gedacht. Hi, Papa Limo und ich erforschen zusammen den Wald der Einkehr. Schön, dich kennenzulernen. Ja, hi. Grüße euch. Ida, würdest du mir bitte mal helfen? Machen wir doch. Und sie helfen dem netten sehr hoch. Und, oh, Moment, du hast etwas Vertrautes an dir. Könntest du womöglich Kopfschütteln? Ach, schon gut, meine Augen spielen mir bestimmt einen Streich. Bis demnächst. Oh, der guckt auch immer so ernst, ne? Der ist so klein, hat dir so Pausbäckchen, ne? Aber mit dem Monokel in gewisser Ernst in den Augen. Und der hat auch noch was in uns gesehen. Aber gut, das überrascht mich jetzt nicht mehr. Das überrascht jetzt, denke ich, keinen von uns mehr, dass wir jetzt irgendwie von mir aus auch noch eine komische Aura haben. Mal sehen, aber einen sehr coolen Gang hat er, Freunde. Wenn das nicht Swag, volle Kanne ist, dann weiß ich aber auch nicht. Volle Kanne, das Morgenmagazin. Das meinte ich wiederum nicht. So, Freunde, wir wollen hier noch irgendwie rauskommen. Fragt mich jetzt nicht genau, wie müssen wir... Ja, wir müssen da vorne mit den Leuten reden. Wollen wir versuchen durchzusprinten, Freunde? Wir sagen einfach mal Hashtag YOLO. Komm, wir sind da auch noch nicht gestorben. Was wollt ihr? Ja, gucke an. Seht ihr, man muss nur mal Mut haben und einfach loslaufen, Freunde. Der erste Schritt ist oft der schwierigste auf einer langen Reise. Und man muss es einfach machen. Ne, man muss es einfach machen. Und zack, sind wir draußen, können abgeben. Und schauen mal, ja, diesen war das jetzt der Hauptschatten, den sie beschworen hatten? Nö. Was mit dem Schatten war, haben wir jetzt gar nicht gesehen, oder? All dies hat sich im Geisterkerker zugetragen. Bei Nofiga. Wer war dieser maskierte Magier und welche dunkle Ambitionen treiben ihn an? So viele Rätsel. Nun, ich werde die Antworten kaum alleine herausfinden. Ich muss diese Angelegenheit mit Galfried erörtern. Ich will immer wieder Garfried lesen. Das wird ein wenig dauern. Dein Mut hat heute viele Leben gerettet, Abenteurer. Dafür gebührt dir unsere tiefste Dankbarkeit. Gib mir Loot, was soll ich mit deinem Dank? Kehre nach Gridania zurück und suche Miyun auf. Sie wird dir in unserem Namen für die Bemühungen danken. Ach, Miyun, ja, schön. Das ist schon eine Weile her mit der Guten und wir sehen sie wieder. Im nächsten Part, Freunde, während wir hier mit einem Fuß lässig in der Luft stehen. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Tschau.